Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stress, das Spiel. Hier wird es jetzt ganz schön abgehen. Ich bin mir nicht genau sicher, was ich machen muss. Ich schieße mal einfach auf alles, was ich finde. Ich denke mal, das ist jetzt so ein geiler Sicherheitscheck. Jackers Leiste nimmt auf jeden Fall immer wieder ein bisschen zu. Und ich muss halt hier in der Nähe bleiben, denke ich mal. Ich baller mal hier so eine Strahlendrohne rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich kaputt mache und was ich hier machen muss insgesamt. Ich weiß nur, dass mich das eventuell alles umbringt. Ah, er hat das Ding. Muss ich den beschützen jetzt, oder wie? Scheinbar. Strahlenkanone! Okay, ich... Wir sind auf jeden Fall gerade dabei, das Gehirn von Ghost zu retten. Und momentan sieht es ja für Jacker ganz gut aus. Und jetzt Windows will neu aktiviert werden. Das ist ja ganz hervorragend. Gab es kurz einen schwarzen Bildschirm für euch wahrscheinlich. Hoffentlich startet das jetzt Windows nicht mit einem Game neu, das wäre absolut Abfuck. Oh mein Gott! Dann überlebe ich nicht! Wir kriegen wieder ein bisschen Leben kriegen wir. Weg mit dem Ding. Weg mit dem Ding. Wo ist der Roboter? Komm schon, Jacker, gib dir mal ein bisschen Mühe! Oh mein Gott! Okay, hier ist zu Ende. Das heißt, hier muss ich wahrscheinlich nicht hin. Ich verliere! Mein Leben verliere ich! Okay, vielleicht nicht einfach nur random irgendwo hinspringen, sondern wirklich orientiert mal drauf achten, was ich mache. Laser! Macht ja trotzdem ein bisschen was down. Wo muss ich hin? Jacker, weiß mir den Weg! Oh shit, ich habe alles abbekommen von dem einen Ding. Ah. Wo muss ich hin? Ich verliere! 33 HP! Ah, da ist das Ding! Ich muss auf jeden Fall bei dem Gerät bleiben. Aber das ist leichter gesagt als getan. Nein! Nein! Meine Seele! Mein Leben! Oh, God damn! Wie soll ich das denn überleben? Wähle den Raum. Ja, hier. Nein! Warte, muss ich... Moment, was? Wähle einen Raum. Aber ich kann ja nicht da hoch. Muss ich jetzt hier komplett außen rum? Das zackt ja übel ab. Da verliert Jacker jetzt einfach. Aber ich kann doch jetzt niemals so schnell da hinkommen, oder? Oder mache ich hier gerade irgendwas falsch? Uff. Jacker, ich komme! Okay, noch einen Raum weiter. Warum ist denn das auch hier ganz am anderen Ende? Komm schon nach oben. Muss mir echt ein bisschen Mühe geben. Darf jetzt da drin nicht sterben. Ich muss jetzt gewinnen. Auf nach oben. Jacker, ich komme. Dum, dum, dum. So. Da ist was, was ich kaputt schießen kann. Krieg schon wieder Schaden. Hier sind meine Leichenteile. Aber wo sind meine Waffen? Hä? Wo sind meine Waffen? Habe ich die jetzt verloren? Sind die für immer weg? Oder wie? Hä? Wo sind meine Waffen? Was ist hier los? Ohne meine Demontage...
dem Montageding schaffe ich das nicht. Ich habe da voll viel rein investiert. Okay, Jacker liegt gerade ganz gut vorne. Fouda kommt jetzt wieder entgegen. Fliegende Dinger. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich gewinne. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorhin. Meine Fresse, wie viel Geld die auf uns draufschmeißen. Was ein Roboter kosten muss. Oh Gott. Oh no. Oh no, da will ich nicht sein. Das Ding muss weg. Das muss alles weg. Oh, Jacker. Super Hacker. Das. Oh mein Gott. Da oben ist was zum Reparieren. Davon könnte ich viel mehr kriegen. Oh je, Mine. Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, was mich umbringt. Es ist so viel. God damn. Wie soll ich das denn ohne Zweitwaffe machen? Und jetzt gewinnt er einfach wieder voll viel an Punkten. Guckt euch das an, wie der jetzt durchdüst. Kann man denn nicht da oben spawnen? Das ist doch irgendwie doof. Ha. Weil jetzt muss ich auch jedes Mal wieder hinlaufen. Das dauert einfach voll lang. Mann, Mann. Wie macht man das denn, wenn man keinen Raketenwerfer findet? Der carryt ja schon ziemlich hart. Schnell, schnell. Das ist jetzt eigentlich trotzdem Alarmstufe 9. Okay, ich muss also sehr lange mit Jacker durchhalten. Wie ist es, wenn unsere Sachen jedes Mal aufgeladen? Okay. Ausgewichen. Habe ich noch irgendwelches Gear, was ich ausrüsten kann? Das Beste, was ich habe, ist hier das 80er. Nehmen wir das noch mit rein. Das ist 40, oder? Wahrscheinlich. Okay, Jacker. Jacker, Jacker, Jacker. Ich komme. Gib dir mal ein bisschen Mühe. Ich habe irgendwie jetzt das Gefühl, dass ich mache irgendwas falsch. Ich meine, ich kann nicht jedem Damage negieren. Aber es ist zu viel, was kommt. Das heißt, ich muss auf jeden Fall lange genug durchhalten, bis Jacker durch hat. Aber diese Giga-Roboter, die sind natürlich schon echt tanky. Da ist er. Und ohne Zweitwaffen ist das jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen schwieriger. Vielleicht versuche ich mich hier auf mein Überleben zu konzentrieren. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Wo ist mein Mauszeiger? Sterbt! Okay, ich habe so das Gefühl, umso näher ich dran stehe, desto schneller funktioniert's. Ja, ja. Alles zerschießen. Oh, Jesus Christ. Da war eine ganze Menge Damage, die ich da bekommen habe. Das muss weg. Oh, je. Komm schon, Jacker. Oh mein Gott. Oh. Oh, was zum Heilen? Nein, 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 nein. Nein! So knapp!
Ach, Mann! Huh, ist das schwer! Ich wünschte, der Waypoint wäre näher. Das wird alles so viel leichter machen. Ja, komm. Hattet ihr auch so Probleme, als ihr das gespielt habt? Oder liegt's echt an mir? Ich dachte eigentlich immer, ich bin ganz gut in solchen Games, aber offensichtlich liege ich da wohl falsch. Und dass die Waffen jetzt natürlich weg sind, ist natürlich schon echt zacken. Komm, hack den mal. Ach, jetzt doch nicht mehr. Hast dich trotzdem jetzt dagegen entschieden, Jacker. Jacker, Hacker. Super Hacker. Das heißt, es wäre tatsächlich sehr gut gewesen, das zu skillen alles, ja. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. So, hoch da. Und zurück ins Chaos. Ich dachte, es wird gehackt. Ach, er versucht es so zu hacken. Okay, hier ist mein Radius. Hier muss ich drinstehen. Radius ist ziemlich hoch. Vielleicht versuche ich mal ein bisschen defensiver zu spielen. Sagte er und starb fast. Okay, hier oben bin ich relativ sicher. Das kann ich wegschießen. Ja, doch nicht. Mein Roboter! Oh Gott. Ja. Sieht gut aus, langsam. Komm schon, Jacker. Ja! Ich bin draußen, Mist. Okay, ein bisschen heilen. Oh Gott. Nein. Nein! Alles schießt durch die Wände! Ich hab nur so wenig Leben! Das war's zum Heilen. Da will ich zwar jetzt Punkte, aber vielleicht rettet mich das trotzdem. Komm schon. Das sieht doch gut aus. Und jetzt kommen wieder neue. No! Nein! Die haben einfach noch mehr Clusterminen geschmissen. Okay. Was soll ich dagegen tun? Ich habe ja nichts. Ich kann ja jetzt nichts mehr kaufen. Ich kann ja jetzt nicht shoppen gehen. Ich verliere immer wieder meine Punkte. Menschenskinder. Komm auch noch oben. Hätte ich doch nur gegrindet. Ah, dammit. Okay, ich versuche das jetzt noch einmal. Wenn ich es dann nicht schaffe, dann cutte ich das so lange raus, bis ihr es dann nur noch den Sieg seht. Aber das war ja jetzt schon echt knapp. Hätte ich mein Demontage-Ding, hätte ich es vielleicht schaffen können. Aber das wurde uns ja abgeknöpft und ich weiß auch nicht. Ach, ich muss es bestimmt wieder einfach aktivieren, oder? Ich muss es bestimmt einfach nur reaktivieren in meinem Inventar, oder? Tatsächlich, ich glaube nicht. Okay, das Ding und die Strahlenkanone, dann sind wir richtig gut dabei. Mehr brauchen wir nicht. Unsere Items sind aufgefüllt. 40er Heal, 80er Heal. Das nehme ich mal dahin. Da tue ich mal raus. 40, 80. Ah, sollte reichen. Hoffe ich. Mehr kann ich eh nicht machen. Okay.
Full Force Konzentration. Habe ich noch Skillpunkte? Nein, natürlich nicht. Dammit! Ich war also einfach nur zu doof für das Spiel. Und deswegen hatte ich keine Side Weapons mehr. So, wo ist Robobobo? Robobobo? Mehr Laser? Okay, wenn man die großen Roboter kaputt macht, vielleicht hilft das dann schon. Also mit dem Demontage-Ding. Hab einen erwischt. Außerdem heilt es das ja dann noch ein bisschen. Oh, mein Ding. Los, Jacker. Wir bleiben mal hier oben kurz. Stehen wir ja im Radius. Oh nein. Oh, das Projektil. Ich habe das Projektil getroffen anstelle vom Roboter. Das ist ja doof. Egal, solange ich jemanden treffe, kriege ich ja was zum Heilen. Das sollte mich dann auf jeden Fall am Leben halten können. Oh, richtig viele kleine Teile. Mm. Sehr nice, ja, ja. Läuft schon besser. Das Ding weg. Mehr Laser. Es ist passiver Damage. Eins down. Komm schon, Jacker, gib mal ein bisschen Gas! Ein volles Leben. Und noch ein bisschen mehr zum Heilen. Oh mein Gott! Ist noch mehr zum Heilen, alles gut. Mensch, mit der Demontagewaffe klopft die Nülle einwandfrei. Komm schon! Ja! Ja, 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 bitte. Brain serial number changed, unupdated. Initializing storing routine. What the hell is happening? What's the meaning of this? Track that damn brain. Track it. Track it. Goodbye, murderer. I don't want to see your putrid face ever again. Thanks, Jacker. You saved my life. You're welcome. We're even now. Ghost, that's fantastic. You're alive. Yeah, I can hardly believe it. Congratulations, man. You did it. Jesus, my hands are still shaking. What are you doing now? I'm sending something to Free Robots that'll be a massive headache for Nakamura. Videos of the brains? That's going to spark some serious problems. Done. You were right, Boogan. She wasn't an algorithm, but a real human brain. Yeah, she's a very interesting person. Jesus, it must be shocking to find out that you're just a brain connected to a machine. But she's a person, after all. At least she's not something synthetic made by mankind. Do you think she suspected she was an algorithm? I'm not sure. Let's ask her. Ghost, now that it's over, we have something to ask you. Ghost? Ghost, do you copy? She left. Why? Where? She almost died and also found out that she's a brain in a jar. Who knows where she could have went? Ein paar Tage später. A new scandal rises against the Nakamura Corporation. Free Robots reveals that Nakas are not controlled by artificial intelligence, but are actually controlled by human brains. The evidence that started everything is a video received from an anonymous source, which shows thousands of human brains somehow connected to a machine. Are Nakas human brains? Is the video a fake? More information, more news, tomorrow at the same time. Thanks for watching. Ja, es ist geschafft. Beende das Spiel auf mittlerer oder schwerer Stufe. Schwerer Stufe? Habe ich auf schwer gespielt? Nee, ich habe auf mittel gespielt. Beende das Spiel im klassischen Modus. Das Ende. Aber was ist denn jetzt mit Ghost? Ich will nicht, dass die einfach geht. Da ist sie.
Vor 50 Jahren war Bitha Miller an der Schwelle des Todes. Die Medizin konnte sie nicht retten. Als letzten Ausweg unterzeichnete sie einen Vertrag mit Cryogenetics, die ihr Gehirn retten sollen. Ihr Kopf endete in einem Lager eingefroren bei minus 40 Grad Celsius. 40 Jahre später schaffte es Dr. Musashi, der brillante Wissenschaftler der Nakamura-Gesellschaft, das Gehirn mit Hilfe diverser Flüssigkeiten aufzutauen und zu reaktivieren. Nach ein paar Jahren der Forschung gelang es Dr. Musashi und seinem Team, die neuronalen Verbindungen zu dekodieren und an einen Androiden namens Naka zu koppeln. Der Erfolg des Projektes erlaubt es, Nakamura Cryogenetics heimlich zu kaufen und so der Eigentümer von Millionen tiefgekühlter Gehirne zu werden. Und damit Millionen von Nakas. Oh. Nakamura entschied, die Nakas gefügsam zu machen und als Diener zu verkaufen. Die Erinnerungen der Gehirne wurden gelöscht und eine geheime orange Flüssigkeit wurde injiziert, die Nakamura entwickelt hatte. Jesus, die haben einfach Millionen von Menschen versklavt. Also halt zumindest deren Persönlichkeit. Sie wurde zusammen mit 19 anderen Nakas von einer zwielichtigen Person namens Victor gekauft. Seine Agenten änderten die Zusammensetzung des Fluids für diese 20 Evas, was sie intelligenter, stärker und in wenigen Fällen befähigte, jeden beliebigen Roboter zu übernehmen und wieder zu verlassen. Ein paar Jahre später stahlen Bugen und Jacker eine leere Naka und bauten sie in einen Kampfroboter um. Sie, an Jacker ausgeliehen für einen horrenden Preis, drangen in der umgebauten Naka in Nakamuras Raumstation ein. Nachdem das orangefarbene Fluid abgestellt war, begann Geist sich zu fragen. Und nachdem sie realisiert hatte, dass sie ein Cyborg war, rebellierte sie gegen Victor, der sie töten lassen wollte, indem er ihr Gehirn vernichten wollte. Mhm. Das haben wir gerade gemacht. Bewaffnet mit ihren Erinnerungen und der Hilfe von Jacker konnte sie ihr Gehirn retten. Geschockt und verwirrt wollte sie mit Victor ein paar Dinge besprechen. Die Nakamura-Gesellschaft wurde durchsucht, nachdem Jacker seine Aufzeichnungen an die Behörden übergeben hatte. Die Geschäftsführer wurden inhaftiert und alle Nakas freigelassen und zu Menschen erklärt. Oh, nice! Human Rights for Nakas, ich hab's gesehen. Geist hat Victor gefangen und an die Behörden übergeben. Er wurde inhaftiert und verlor all seinen Besitz. Nice! Nachdem sie mit Victor fertig war, wollte sie nur noch an einen Ort. Lass mich raten. In das Hauptquartier? We're broke, my friend. We found nothing to copy, nothing to sell. We're geeks, man. We don't need money to be happy. Bugen, I have something to confess. It turns out that I need money to be happy. Why? You can hack everything we need. We need, not I need? Of course, man. We're a team, aren't we? Technically, yes. What the hell? A team? Come on. You're just two geeks with no money that played too many games by Kojima. Ghost! Hey, happy end! Juhu! What if we call us Ghost and Geeks? Oh. Geeks and Ghost. Ghost and Geeks. There's two of us and one of you. Come on, gentlemen. Ladies first. Ich finde Geeks and Ghosts aber auch besser. Möchtest du das Spiel neu starten und dein Spiel Inventar behalten? Nein, bitte nicht. Ich möchte nicht mehr spielen. Aber das war jetzt eine interessante Story am Ende, ne? Keine Credits, krass. Weil die hatten ja wirklich Millionen von Menschen versklavt. Weil sie diese Gehirne eben hatten. Und die wären fast damit durchgekommen. Das ist ganz schön krank. Das ist ganz schön krank. Schade, dass man nie ein richtiges Bild von Ghost gesehen hat. Also von, wie hieß sie, Miller? Miller Bax oder so? Und, naja. Gut, ich würde sagen, das war das Spiel. Das war wesentlich schwerer, als ich dachte. Und hatte jetzt noch ein relativ abruptes Ende, weil die Map sah noch so aus, als wäre da noch übelst viel zu erkunden. Aber scheinbar war das nicht so. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, so rum. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da, gebt mir einen Like auf meine Videos, kommentiert in die Kommentare, was ich noch spielen könnte und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.